Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Escape from Tarkov. Wir sind heute in den Abendstunden auf Customs unterwegs, denn ich habe noch eine Quest für Prepper zu erledigen, und zwar den Secure Folder 0031 zu holen. Den Schlüssel habe ich mir bereits besorgt. Und ich bin ja glaube ich sogar gleich da. Nehmen wir uns den Rest, was wir so finden, und packen uns dann einfach mal ein. Aha. Das ist eigentlich direkt um die Ecke. Das Kaffee ist erledigt. Ich möchte gerade wieder ein bisschen Gewicht vollpacken zum Stärkelevel. Kriege ich die da noch rein? Nee, da ist mir die dann aber lieber. Wir nehmen die Abkürzung, das ist immer ziemlich praktisch. Ich weiß nicht, was es sonst so zu looten gibt. Vielleicht haben wir Glück und Reshalas Boys spawnen an der Tanke. Den würde ich mich annehmen. Ist okay, besser als nichts, ne? So, gerne mit. Nee. Okay.
sind wir dann schon fast richtig. Ah, genau. Ich erkläre euch noch ein bisschen was, bevor ich hier einfach schweigend rumlaufe. Und zwar ist das hier der Key. Der Portable Cabin Key of Customs Factory Zone. Es gibt noch einen, der heißt nur Portable Cabin Key. Das ist der falsche. Ja, und der hier, der droppt auf Factory. Oder ihr kauft ihn euch am Flea Market. Ich hatte Glück, ich habe den auf Factory am Boden gefunden. Ich glaube, Scavs können den mittlerweile auch in der Tasche haben. Diese Angabe ist ohne Gewehr. Ja. Genau, dann müsst ihr hier rein. Die Tür aufmachen. Dann habt ihr hier ein Weapon Case. Aber deshalb sind wir nicht hier. Sondern wir sind wegen dem Ding hier. Ich glaube, ich bin jetzt sogar noch frech. Ich gehe schnell Dorms rein und schaue den Marktroom. Weil ich habe aus den Dorms auch keine Schießerei gehört. Das ist es nämlich. Normalerweise hörst du da immer eine Schießerei draus. Und Reshala muss ja auch nicht spawnen. Aber wenn dann spawnt er bei der Tanke, hinter der Tanke oder in den Dorms. An der Tanke haben wir geguckt, ich habe ihn nicht gehört. Da hat einer eine Tür. Das könnten die Boys sein. Was jetzt? Oh, sauber geschossen. Gehen alle nach innen auch, ne? Okay, das sind aber normale Scuffs. Hä? Oh nein, ich habe den Marktroom Key vergessen. Ah, schade.
Den hatte ich mir rausgepackt für die Sanatoriumschlüssel, weil ich ja öfters jetzt mal gerade im Sanatorium bin. Was die SV98 mit, weil die kriege ich auf Länge hier glaube ich eh nicht rein, ne? Ne, da ist jetzt zu lang für so. Na gut, im Endeffekt ist es auch nicht so schlimm. Schauen wir doch mal, was die Scav Boys noch so in der Tasche haben. E-Fark ist schon mal gut. Ohne Blendgranate ist auch gut. Die passt da nicht mehr. Naja, was haben wir denn hier noch alles drin? Die kann raus. Und der rein. Und die Lunchbox benutzen wir einfach. Kann ich nämlich die Art da dann noch nicht mehr hinpacken? Ach so, das Gunpowder. Ja, macht Tschüss hier. Schlüssel. So. Mhm. Können wir überlegen, ich glaube, ich tausche das Ding hier mit der Triton aus. Einfach weil es noch mal ein bisschen mehr Platz bietet. Ihr seht es ja. Kann ich hier zum Beispiel die HDD, das Gunpowder noch reinmachen und das Teil. Das kann ich wegwerfen. Die schmeiße ich weg. Einmal kurz voll. Oh, der hat mich zu Tode erschreckt. Hatte ich nicht damit gerechnet, dass der direkt auf der Treppe steht, der Arsch. Kriege ich wieder einen Helm per Post. Da freue ich mich. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Zehn Schuss da schnell rein. Obwohl, warte mal, wir machen das anders. Wir machen so. Und jetzt mal die 10 Schuss da schnell rein. Das geht nämlich gleichzeitig, die Heilanimation und so.
Oh, Hammer, ein MK3. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich baue noch mal um. Eine Waffe, ja, okay. Dann nehme ich den mit? Nee. Nee. Was hast du für eine Waffe? Das ist auch eine Toss. Okay, kannst behalten. Ist das du schon gerade? Questgegenstand. Na, heilen wir uns nochmal die Beine, bitte. Ты чё там, бля, вопишь, упырь? Schade, die passt nicht mehr hin. Moment, warte mal. Ja, ja, 8 von 5er Muni. Hier ist doch gerade einer gerannt. Ich hab's gehört, wurde auch geschossen vorne auf der Straße. Wir haben jetzt ein bisschen ausgerüstet. Thank you.
Ja, das Wetter macht einem natürlich schon schwer zu schaffen. Ich weiß nicht, wo der Kollege hin ist. Ich dachte, er wäre die Straße runter, aber ist vielleicht zu den Dorms gerannt. Und vielleicht hat er einen Marktwunki dabei, dann gönne ich ihm den, weil irgendwie muss er ja bestraft werden, wenn er dumm ist und den Marktwunki vergisst, wenn er auf Customs geht. Aber zu meiner Verteidigung, ich war die letzten paar Male echt nur auf Shoreline, weil ich immer noch LEDX am Suchen bin. Ich hab das in der Folge gesehen. Ah, Smuggler's Boat ist zu, okay. Die 6 Schuss daraus. Vielleicht hätte ich mir ein bisschen mehr mitnehmen sollen. Ich gehe noch über das rote Lagerhaus und dann mal so Richtung Ausgang. Ja, seht ihr, da habe ich eine Schießerei verpasst. Und noch eine Quest erfüllt. Oh, noch ein Tushonka. Wow, mit der letzten Kugel habe ich den erwischt. Ich das auch wieder geschickt, das nimmt keinen Platz weg und so. Jetzt gehen wir aber da noch schnell hoch. Ja, den habe ich wenigstens mitgenommen.
Ein paar Zippos wären noch geil. Aber ich stecke jetzt einfach mal ein, was ich noch kriegen kann. Ich bin gar nicht mehr so pingelig hier und dann gehen wir raus. Oh, die Kapsel nehme ich gerne mit, die brauche ich für das Hideout. Und DVDs sind immer optional. Der CPU-Fan ist eigentlich auch optional. Habe ich noch was zu essen oder sowas? Nee, okay. Ja doch, das Emalia. Aber eigentlich brauche ich nichts. Gehe ich gleich raus. Ich die Dollar vorhin mal behalten. Ich weiß auch nicht, warum ich das manchmal mache. Das ist ganz seltsam. Ich schmeiß dann einfach mal Zeug weg, was ich eigentlich nicht wegschmeißen müsste. Ah, da haben wir es doch. Das ist der Schlüssel, oder? Genau, for gas station storage room. Und den lasse ich, glaube ich, auch da. Den lasse ich da. Den habe ich keine Verwendung im Moment. Große Hering am Boden. Das war hatte ich schon. Ja, fertig, auf geht's. Aber hier war jemand wohl. Ist aber nicht durch Big Red durch. Auch interessant. Und ich merke, das Mikro hätte ein bisschen weit weg sein können für die Folge. Wenn dem so ist, dann tut mir das wahnsinnig leid. Super.